So, der Block ist nun auf der Planschleifmaschine. Wir planen beide Blockhälften. Das wird im Endeffekt heißt da nicht schleifen, sondern fräsen. Wir machen das mit der CBN-Platte, weil die normale Hartmetallplatte würde bei Alusil nicht funktionieren. Darauf gehen wir nochmal später drauf ein. Ja, der Block hat es auch dringend notwendig, weil ihr mal hier guckt, ihr seht richtig, wie hier die Kopfdichtung mal durchgegangen ist. Deswegen planen wir den jetzt. Rolf, kannst du machen, wenn du möchtest. So, die erste Seite ist jetzt fertig. Alles nochmal nachgemessen. Wir haben genau 1/11 vom Block runtergenommen, also knapp über 1/10. Das ist kein großer Wert. Hier die Stellen, die Björn eben angesprochen hatte, sind wieder perfekt in Ordnung. Jetzt kann ich umdrehen zur nächsten Seite und dann geht es gleich weiter zum Bohrwerk. So, hier nochmal kurz von der zweiten Seite V8. Wir wollten nochmal eben was zeigen. Da wir ja unsere Blöcke immer auf der Stange spannen, ist jetzt aufgefallen, vorher beim Messen, ich messe ja immer rechts und links die Zylinderhöhe, dass er hier 1/600 höher ist als dort. Und man sieht es auch beim Plan, wenn du jetzt mal an die Planfläche rangehst, ich habe jetzt einmal kurz angekratzt, hier nimmt er überall schon mit einem satten Span, das sind vielleicht nur 2/100, aber hier hinten hört er auf, da schneidet er gar nicht mehr. Das heißt, das sind dann auch wieder Werkstoleranzen, die nach dem Plan dann ausgemerzt sind. So, zweite Seite ist auch fertig geplant. Beim Nachmessen stelle ich jetzt eben fest, dass die 1/600 Differenz, die wir vorher hatten, wo der Block hier zu hoch war, jetzt weg sind. Ich messe jetzt noch 1/100 Differenz zu unserer Stange da unten. Das ist perfekt. Na Rolf, wie ist es? Ja, ich bin gespannt, wie sich der Zylinder ausrichten lässt, weil der hat ja einen ordentlichen Fresser. Ja. Das kann man gleich sehen auf unserer Einstelluhr, wie die anfängt. Mach doch von der anderen Seite mit Digitalanzeige und dann kannst du den interpolieren. Interpolieren. Heißt das doch so, oder? Ja, ja. Ja, ja. Nein, eine Frage. Du hast eben was gehört, dass der Block ein bisschen schräg ist. Wie viel hast du nach dem Plan? 1/100 Differenz. 1/100 Differenz. Und wie viel hast du insgesamt runtergenommen? 1/10. Also 1/10. 1/100. Passt wunderbar. Unsere Kolben sind immer für konstruiert, damit man die Blöcke 1/10 planen kann, sodass die Kolben oben nicht rausgucken. Super. Auch mit der Verdichtung gleich. Dann bin ich ja mal gespannt, wie gleich die Uhr tanzt, wenn du in dem Zylinder bist. Ich auch. Ja. Das geht nicht weg. Tja, jetzt haben wir den ersten Zylinder angebohrt. Das war ja der mit dem größten Verschleiß. Und Björn, wir haben da ein Problem. Ja? Ja, also er ist da noch nicht sauber geworden. Ja. Das Schlimmste ist aber da innen drin. Genau, auf die. Was hattest du gerade schon eingestellt? Ja, ich hatte eigentlich 1/10 drin gelassen. Ja. Und jetzt dreh mal die Uhr zur Seite. Das überrascht mich doch. Oh! Das hier, also er hat noch 0,1 mm zum Raushonen theoretisch, aber hier ist schon jetzt nochmal 0,2 mm über das eigentliche Maß. Wir wollten von 84,5 auf 85 und das hier ist hier so jetzt gemessen auf 85,2 jetzt schon. Ja, das war's mit 85. Und hier oben auch noch raus. Genau. Ach du Schreck. Ja. Das hätte ich nicht so gedacht, dass das Ergebnis dabei ist. Das ist mal komplett anders, als wenn ein Gussblock verschleißt oder frisst. Ja. Vorm Anbohren sah es ja auch noch gut aus vom Maß her, aber da halt hier oben verschlissen ist und in der Mitte auf der anderen Seite, ja. Addieren sich die beiden Sachen und wir kriegen es nicht sauber. Ich zeichne mal was auf. So, ich habe das mal versucht aufzuzeichnen. Wie, was hier gerade passiert ist. Original hat der Zylinder 84,5, dieser hier. Wir wollen auf 85 aufbohren. Ich habe mit
Das pink eingezeichnete ist der Verschleiß, so wie der Kolben den Zylinder verschlissen hat. Hier seht ihr, das ist die kleine Kante oben und das ist dieser Bauch dort in der Mitte. Ich bin mit der Messuhr reingegangen, habe gemessen und war immer unter 85. So wusste ich, aha, ich habe ja noch genug Material drin, um auf 85 zu bohren. Aber Trugschluss, funktionierte nicht, weil der Verschleiß bei Aluzylinder irgendwie, wenn ein Kolben frisst, deutlich stärker ist und auch noch hier oben das Kippeln ist, muss ich ja nachher mindestens da so groß bohren und mindestens hier so groß bohren. Also mindestens 85,5, wofür wir jetzt gar keine Kolben haben, was auch problematisch wäre mit der Kopfdichtung. Ja, so geht das damit nicht. Aber ich weiß, der Kunde möchte gerne seinen Motor auch noch mal haben, mit in der gebüchsten Ausführung. So werde ich ihn mal fragen, ob er noch einen Block hat, der auf 85 möglich ist. Und dann nehmen wir den Block zum Ausbüchsen. Also jetzt dauert es ein klein bisschen, bis wir weitermachen können. So, da sind wir wieder. Der Kunde hat einen neuen Block besorgt. Rolf hat den neuen Block schon vorbereitet, die Hauptlage gemessen mal wieder, den Block gebohrt, Entschuldigung, geplant. Und jetzt bohrt er das erste Mal an. Der Block sieht relativ gut aus, da wird es keine Probleme geben. So, Rolf hat angebohrt, hat gemessen und jetzt stellt er soweit zu, dass er auf das passende Maß ist. Wie viel lässt du drin bei einem Alublock? 900. Also so wie beim Gussblock. Nur ich habe schon gerade gesehen, du bohrst mit relativ wenig Drehzahl. Normal kann man doch Aluminium immer relativ viel Drehzahl geben. Genau, aber da wir das Silizium hier eingebettet haben in der Legierung, verschleißt der Stahl so schnell, dass ich nicht alle 8 mit einem schaffen würde. Und von daher lieber etwas langsamer durch und dann kann ich mit dem Stahl problemlos alle 8 Zylinder bohren. So, der Block ist auf der hohen Maschine. Rolf holt die ersten Zylinder mit einem Schrubstein, kann man nicht sagen. Aluminium lässt sich sowieso relativ einfach holen. Man kann sagen, ich glaube, dreimal so schnell. Einfach ist es nicht. Ja. Es nimmt schnell. Dreimal so schnell geht das Material raus. Der Hohnstein ist auch ein anderer, weil bei einem normalen Guss honen würde dieser Stein, mit einem Gussstein würde der eigentlich komplett verkleben. Deswegen ist das eine andere Legierung dort drin. Ja, er hont die bis ungefähr 200 vor Endmaß und dann wechselt er gleich noch einmal die Steine zu sogenannten Poliersteinen. Das ist noch alles relativ ähnlich zu normalem Gusshonen. Erst dann kommt dieses sogenannte Alusilhonen. Ja, deswegen gleich dazu mehr. Rolf, eine Frage habe ich dann aber noch. Ja. Gibt es eigentlich auch Unterschiede dann bei den verschiedenen Schleifsteinen, die du für die verschiedenen Werkstoffe benutzt, ja, oder sind die gleich? Nein, auf jeden Fall. Also da gibt es ganz viele verschiedene. Wir haben eine Art, die ist für Guss. Die sind noch relativ fein. Die sind hier. Na? Trotzdem sind die noch relativ fein. Bei Aluminium verhält es sich völlig anders. Die sind, weiß nicht, ob du das überhaupt einfangen kannst mit der Kamera. Ich denke schon. Viel, viel feiner. Und das sind noch die Schrubbsteine jetzt für Guss. Entschuldigung, für Aluminium. Mhm. Ne, und danach kommen die sogenannten Poliersteine gleich zum Einsatz. Ja, warte mal. Die sind so weich, die kann man mit dem Fingernagel abkratzen. Ja. Ne? Und die brauche ich hinterher, um die letzten 200 so rauszupolieren, damit wir wirklich eine ganz, ganz glatte Oberfläche haben für den letzten Arbeitsschritt, der ja hier dann das Freilegen der Siliziumkristalle ist. Und wenn ich die Gusshohnsteine hier nehmen würde in dem Block, dann wäre der mit ein paar Hüben versaut. Ne? Das heißt, so ein Gussblock, wenn ich da ungefähr bei der Bohrung ein Zehntel rausnehmen möchte, habe ich
bei meinen Einstellungen ca. 50 Hübe, die ich machen muss, mache ich mit den Steinen im Alublock 50 Hübe, habe ich einen halben Millimeter raus. Also das geht gar nicht. Und hier ist es jetzt sogar so, dass ich mit den Feinsteinen, obwohl ich ein Zehntel rausnehmen möchte, ungefähr bis Endmaß, brauche ich nur 20, 25 Hübe, mehr ist das nicht. Deswegen muss ich hier ständig zwischenmessen, um halt die Bohrung zu beobachten, wie die sich formt. Denn ich kann sehr, sehr viele Fehler machen. Einmal mit der Hubhöhe, mit der Blockhöhe, wie der Block in der Maschine sitzt. Und das alles beeinflusst den Zylinder, weil ich kann einmal einen Trichter hohen. Das wäre schlecht, der ist da oben zu groß. Das passiert hier sehr schnell, weil, guck mal rein mit der Kamera, unten ist die Hauptlagerbrücke im Weg. Ich kann also mit den hohen Steinen nicht so weit durchfahren, wie ich hier gerne möchte, um einen richtigen Zylinder zu formen. Deswegen muss ich immer den grünen Knopf hier benutzen. Dann dreht er unten zwei Umdrehungen im Kreis und macht dann seine normale Hohnbewegung weiter. Somit kann ich unten gezielt Material rausnehmen. Mache ich das zu viel, kriege ich unten eine Vergrößerung. Ist der Hub an der Maschine zu kurz eingestellt für die Steine, wie die rauf und runter gehen, dann bekomme ich einen Fass, so einen richtigen Ball kann ich dann holen. Dann ist er innen zu groß, oben zu klein, unten zu klein. Also man kann da ganz, ganz viele lustige Formen erzeugen. Deswegen ist halt hier wichtig, immer nachmessen. Da sind es jetzt knapp 6 noch drin, hier sind es 5. Da sind es auch 5. Den Feinschliff, so plus minus 1/100, mache ich gerne hinterher mit den Poliersteinen. Aber so formt der Zylinder sich ganz gut. Alle paar Hübe muss ich den unten festhalten. Das sehen wir jetzt. Ja gut, dann lasse ich dich mal weiterarbeiten. So, Rolf hat den Block gebohrt, vorgehohnt und gleich müssen wir noch das sogenannte Alusilholen machen. Aber da wollt ihr euch noch mal erklären, was ist überhaupt Alusil? Alusil ist eine Bezeichnung, ein Markenname von Kolbenschmidt, die das entwickelt haben. Es gibt von Mercedes eine andere Bezeichnung her, aber das Grundprinzip ist das gleiche. Man hat eine Aluminiumlegierung mit einem hohen Siliziumanteil. Bei Alusil ist es 17% Silizium, die als Kristalle ausgelagert sind in dem Material und das sieht ungefähr so aus. Hier haben wir die Zylinderwand. Er hat bis hierhin gebohrt und hier haben wir das Aluminium ist dazwischen und die Siliziumkristalle sind sozusagen da angelagert. Beim Bohren zerstört man so ein bisschen die Oberfläche und auch die Siliziumkristalle, deswegen müssen die jetzt weggeholt werden. Das hat er gemacht. Gestern hatte er den Zylinder vorgehohnt mit einem gewissen Stein und dann noch nachgehohnt mit sogenannten Polierstein. Zusammengefasst sieht jetzt der Zylinder so aus. Er hat es auf das Maß eigentlich schon fertig gehohnt, wie es sein muss. Aber ihr seht noch, wir haben die Siliziumkristalle, Aluminium, so als eine Linie. Alusil, oft werde ich ja gefragt, was ist Alusil? Beschichten honen. Es wird dort nichts beschichtet. In dem letzten Schritt wird das Aluminium weggeätzt und die Siliziumkristalle bleiben übrig. Das ist sozusagen der letzte Schritt, den wir gleich machen. Es sieht dann nachher so aus. Im Moment ist es eine gehonte Fläche, nachher ist es dunkelgräulich, die Fläche, weil man eigentlich nur noch die rausstehenden Siliziumkristalle sieht und das Aluminium ist durch die Ätzpaste sozusagen weggenommen worden. Die Siliziumkristalle wurden freigelegt. Das machen wir gleich und das ist eigentlich das ganze Geheimnis über Alusilhonen. Es wird nichts beschichtet, einfach nur der letzte Schritt, dass das Silizium freigelegt wird, indem das Aluminium weggeätzt wird. Und das machen wir jetzt bei Rolf. Weswegen bricht man die Oberfläche auf? Hat das einen bestimmten Grund? Ach so, ja, natürlich. Aluminium ist natürlich nicht der optimale Gleitpartner. Und wie es vom normalen Hohen, vom Graugussblöcken kennt, man braucht ja eine gewisse Hohnstruktur, damit das Öl sozusagen sich noch ein bisschen anhaften kann. Wenn man eine spiegelglatte Fläche hat, kann da ja nirgendwo Öl bleiben. Mhm. Deswegen kommen wir noch mal ein anderes Mal bei Graugussblöcken zum Hohen. Hier zwischen können sich sozusagen ein bisschen Öl anlagern und die Kolbenringe und Kolben laufen nicht auf dem Aluminium, weil sonst würde Aluminium auf Aluminium laufen, was nicht so gut ist, sondern sie laufen eher auf dem Silizium. Und nach meiner Erinnerung ist ungefähr 75% nachher der Fläche, wo der Kolben drauf läuft, ist Silizium und der Rest sind die Vertiefungen. Ja, so ist das, wieso wir dieses freilegen. Das machen wir jetzt drüben. So, Rolf ist da gerade zugange.
Genau. Er muss jetzt die Zylinder mit einer hohen Paste einschmieren. Die kommt von Zannen. Unser Gerät ist ja auch von Zannen. Das ist sozusagen diese Ätzpaste. Die trägt er jetzt mit einem Pinsel auf. Es ist wirklich ekelig, das Ganze. Erstmal der Gestank, den ihr ja nicht mitbekommt. Und dazu klebt das natürlich alles noch voll mit dieser Ätzpaste. Jetzt werden gleich keine hohen Steine genommen, sondern sogenannte Filzleisten. Man sieht die hier. Diese Filzleisten halten einfach nur diese Paste. Und das Hohenöl wird einfach zur Seite gepackt, weil wir brauchen dabei kein Hohenöl. Ja. Ja, genau. Ja, wenn ich das vermischen würde, oh, das wäre eine dreckige Kacke. Das Hohn selber ist ja gar nicht das Schwierige. Dieses Saubermachen nachher, weil diese Paste klebt so dermaßen. Es gibt natürlich schon heutzutage schon andere Varianten. Und zwar mit Diamantsteinen in einem Kunststoff gebundenen. Das braucht dann, das legt dann die Siliziumkristalle auch frei. Ich habe es eben so gelernt. Mein Vater hatte das sozusagen 30 Jahre so gemacht. Und erstmal finden wir die Technik ganz in Ordnung. Wir haben keine Probleme. Und die neue Technik mit den Diamantsteinen würde auch wieder unglaublich viel kosten. So benutzen wir das erstmal. Ja, er führt eigentlich gar keinen Druck auf die Zylinder, sondern einfach nur, dass die Bewegung verteilt diese Paste, ist so wie eine Oberfläche polieren mit einer Polierpaste. Ihr seht ja, das Hohenöl geht einfach mal schnell zur Seite weg. Und jetzt zählt er einfach die Sekunden. Und ungefähr 60 Sekunden, und ungefähr 60 Sekunden muss diese Paste einwirken. Zu lange darf sie auch nicht einwirken, weil sonst würde so viel Aluminium weggeätzt werden, dass die Siliziumkristalle sozusagen rausfallen können. Was nachher wäre, wie als wenn man Sand in einem Motor hätte. Also, diese 60 Sekunden muss man schon beibehalten. Und 40 Sekunden ist er. Also, wir haben noch ein bisschen Zeit. Bei 61 wäre er kaputt. Da! So, jetzt wischt Rolf einmal einen Zylinder, sauber. Lecker. Passt du rein mit deiner Hand oder muss ich das? Ach, wartet mal kurz. Denn Rolf ist eigentlich nur für die Big Bore Arbeiten da, ich für die, die kleinen, ach egal, ich sag's jetzt nicht. Ich kann ab 95 mm kann ich so Zylinder von innen sauber machen. Ja, und ich habe Handschuhgröße 8. Dementsprechend kann ich hier wie ein Hohngerät das Ding nochmal. Ich sag's jetzt wieder nicht, was ich mache. So, und jetzt guck mal die beiden Zylinder an. Hier ist der gehohnte mit den noch leichten Hohnriefen zu erkennen. Ja. Und daneben ist der gräulich matte Zylinder. Und das war gerade Alusilhohn, diese 60 Sekunden. Ja, das macht er mit den anderen Zylindern auch noch. Und dann sind wir montagefertig mit dem Motor. So, alles ist bearbeitet an dem Motor. Jetzt geht es an die Montage dran. Ich glaube, ich weiß es nicht, ob ich es erzählt habe zum Anfang. Unser Kolben hat sofort die verringerte Verdichtung von 8,5 zu 1 jetzt. Ja, das ist der gleiche Rohling wie bei den anderen Kolben, die ich immer für 18T, TFSI, RS4 bauen lasse. Einzig Unterschied, in einem Alusilblock braucht man eine spezielle Beschichtung. Dieses, es ist ein bisschen weicher, die Beschichtung, als die normale Beschichtung von den Gussblöcken, weil das Material ist ja auch ein bisschen weicher. Das hat sich so gut bewährt. Der Verschleiß war da alles im Rahmen. Und das Kolbenspiel ist natürlich ein bisschen geringer. Im Gussblock haben wir 6 bis 7 Hundertstel mit den Kolben. In dem Block haben wir 3,5 bis 4,5 Hundertstel Laufspiel. Ja. Das gleiche ist auch bei dem Kolbenring-Stoßspiel. Das ist so roundabout ein Zehntel kleiner, mache ich das Spiel gegenüber einem Gussblock. Einfach nur
der Block eben, der Alublock, dehnt sich stärker aus als ein Gussblock. Dementsprechend muss man das Spiel ein bisschen geringer machen. Hatte, glaube ich, Rolf schon erzählt von den Hauptlagern. Das Spiel war ja auch nur um die 300. herum. Im Normalfall wäre das ganz schön eng. In so einem Alublock-Version ist es genau richtig. Ja, dann würde ich sagen, fange ich jetzt an zu montieren. So, nach dem letzten Mal Motormontage mit Kevin zusammen, wo ich das so gut fand, habe ich mir mal einen Trichter gedreht, gerade für diese Aluzylinder. Relativ hilfreich, wenn ich kein Metall oben auf die Alufläche drauf drücken muss. Ja, mal gucken. Ich habe schon zwei getestet. Es ist noch nicht so perfekt wie mit dem VR6 Motor. Aber es funktioniert. Ich habe schon gemerkt, da der Kolben ja nach oben hin einen halben Millimeter kleiner wird von hier nach hier, ich aber natürlich hier gedreht habe, 85 den Trichter, hat das hier oben natürlich ein Zehntel Spiel, da wo die Ringe sind. Und dementsprechend hakte das noch ein ganz klein bisschen. Mal gucken, wie es jetzt funktioniert, wenn ich es vorführen möchte. So, Trichter, Kolben, falsch rum, Trichter, Kolben. Ja, beim VR6 war es ja klar, die schräge Seite kommt nach unten. Hier ist es ja nicht so. Aber man sieht, das hier funktioniert relativ schön. Jetzt habe ich die Kolbenringe gespannt. Es kommt noch das Öl an die Lagerstelle. Gucken, vorne hier, Zylinder 3. So, und ich habe schon gemerkt, dass ich in dem Fall doch ein ganz klein bisschen Hammerstiel brauche. Also es ist doch ein bisschen Optimierungsbedarf notwendig. Aber es funktioniert. Kolben ist drin, keine Macken ringsherum gemacht, also so wie es sein soll. Ja, Vorführeffekt hat funktioniert, wunderbar, dann mache ich jetzt die anderen Kolben. So, ich bin fertig mit dem Motorblock, alles zusammen, alles in Ordnung. Jetzt kommt bestimmt die Frage, was kostet es? Es kostet um die 8.300 Euro herum, wenn ihr einen Block und eine Kurbelwelle anliefert. Die Kurbelwelle sollte intakt sein. Wenn wir die schleifen sollen, kommt noch was da drauf. Ja, wir, von uns kommen dann die Pleuelstangen, die Kolben, die Haupt- und die Pleuellager und die verstärkten Hauptlager-Stehbolzen. Und neue Ölspritzdüsen, genau, sowas. Um die 8.300 Euro für Bearbeitung und Teile. Dann hat man einen Motorblock fertig für, ja, ich gebe nicht gerne Leistungen, aber ich glaube, so ein normaler Block ist bei 700-800 PS, glaube ich, am Ende. Und das geht ein bisschen mehr. Ja, ich wollte euch aber noch was vorlesen, weil das ist ja Alusil. Und Alusil ist immer interessant. Da kann ich noch so viel erklären, aber nicht immer kommt es so an. Richtig, aber ich habe einen Kommentar in dem letzten Video gelesen von Herrn Müller. Das wollte ich mal vorlesen. Das wird jetzt noch komplizierter dadurch. Aber ich lese es mal vor, wie es so richtig die Erklärung von Alusil ist. Bei Alusil handelt es sich um eine übereutektische Aluminium-Silizium-Legierung mit ca. 17% Silizium. Betrachtet man das Phasendiagramm der Legierung, befindet man sich rechts vom Eutektikum. Das primär erstarrte Silizium liegt in Form von sehr harten Platten vor, die in der Restschmelze während des Erstarrens dispergiert.
sind, beziehungsweise im festen Werkstoff verteilt sind. Das hat eine Oberfläche mit einem sehr hohen Härte- und Verschleißbeständigkeit zur Folge, was die tribologischen Eigenschaften sehr stark fördert. Daher wird bei dieser Legierung ohne Buchsen oder Beschichtung gearbeitet. Ja, jetzt sind doch alle Fragen geklärt. Danke nochmal, Herr Müller, für dieses Kommentar. Ist wirklich interessant. Ja, das war's soweit. Ups, das Handy ist kaputt. Das war's soweit. Bei Fragen alle außer Alusiel in die Kommentare reinpacken. Natürlich auch Alusiel. Und dann würde ich sagen, bis demnächst. Zusammen. Alles hat gut funktioniert. Verdammte Scheiße. Fängt wieder an. So, Rolf ist soweit fertig mit dem Honen. Hier wollte ich euch nochmal zeigen, was das Alusil überhaupt ist. Scheiße, ich habe was vergessen. Ich wollte eben raussuchen, wie viel Prozent Silizium. Sonst erzähle ich da wieder Blödsinn. Besser ist das. Hä? Was? Tschüss. Tschüss. Was ein fleißiger Azubi.